Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport bei uns in der Sendung. Heute mit Birgit von Wenzel. Einen schönen guten Abend. Die Meldungen vom Sport hat Birgit von Wenzel später für Sie. Einen schönen guten Abend. Sport an dieser Stelle von Birgit von Wenzel. Einen schönen guten Abend. Was für eine Blamage. 8:0 hieß es am Ende beim Spiel Bayern gegen Hamburg. Es ist die größte Bundesliga-Klatsche für den HSV wie schon vor 2 Jahren. Na, da lässt die Häme nicht lange auf sich warten. Das Netz macht sich lustig über die peinliche Vorstellung. Und von unserem Experten Falco Götz gibt es harte Kritik. Marc Gabel berichtet. Und Götze kann nur zugucken, wenn es heißt volle Lotte. Ja, und ohne Mario Götze eben muss Dortmund heute bei Pokalschrecklotte antreten. Dort träumt man von der Sensation und will heute Abend im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen die Starkicker aus der Bundesliga gewinnen. Möglich scheint bei dem Drittligisten mit dem Clubmotto volle Lotte alles. Für den Underdog ist es das Spiel des Jahres. Die Bundesliga ist zwar in der Winterpause, doch Wechselgerüchte gibt es trotzdem. Mehr dazu jetzt im Sportblock. Was kannst du mir noch für einen Tipp geben? Tipps? Bin ich verrückt? Du bist die größte Konkurrenz hier für mich. Ich kann dir doch keine Tipps jetzt geben. Schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.